Hallo und willkommen hier wieder zu einem Opening und zwar hier von einem Yu-Gi-Oh! Circuit Break, die Special Edition. Das sind zwei von vier Super Rare Karten drinnen und ich glaube drei Booster. Wir öffnen es einmal mal. So. Okay, offen. Hier sind mal die drei Booster Packs. Und das, ich habe es noch nicht gesehen. Drehen wir es mal um. Okay, Sternenstaub, Chronik, Funkendrache. Ich hätte mich hier mehr gefreut für den Kugelmodus Ra, weil da hinten steht zumindest, dass man auch einen haben kann. Hier. Aber naja, das macht nichts. Okay, dann öffnen wir, was die andere Promo-Karte ist, sozusagen, oder Rare-Karte. Und es ist Rüstung des Parallelports. Wähle ein Link-Monster, das du kontrollierst, rüste es mit dieser Karte aus. Dein Gegner kann das ausgerüstete Monster nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Zusätzlich kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Du kannst diese Karte und zwei Link-Monster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Link-Monster wählen, das du kontrollierst. Es kann in diesem Spielzug während jeder Battle-Phase einen zweiten Angriff durchführen. Okay. Für Link-Monster eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht als Ziel für Karteneffekte, nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wenn jetzt noch ein Link-Monster wäre mit, kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, dann ist es ziemlich gut. Okay. Dann haben wir hier die Booster Packs. Legen wir die zweimal daher. Ups, okay. Dann öffnen wir mal ein Booster Pack. Mal schauen, was hier drinnen ist. Ein Link-Neustart, ein Aufprall des Weltvermächtnisses, ein Entendummy, metaphysische Dimension und dann Nummer 41, Bagoska, der schrecklich müde Tapir. Den habe ich eh noch nicht eigentlich und ist auch ziemlich solide vom Effekt her. Dann haben wir noch einen Crawler Axon, oh, ein Link-Crawler Neurogos. So wie ein Drachensoldat. Ups, und dann nochmal ein Cybers-Funkfeuer. Okay, öffnen wir das zweite Booster Pack. So. Dann haben wir hier die Feldzauber Tempel des inneren Auge. Einen amazonischen Schoßtiger. Link-Infraflieger. Einen X-Crawler, Synphasis, Synapsis, ah, ich kann nicht mal lesen. Synapsis natürlich. Dann ein Drachonoid-Generator. Okay, ich glaube, der macht Spielmarken her. Das ist ziemlich gut eigentlich. Und ein metaphysischer Ragnarok. Dann noch Schatten über dem Weltvermächtnis, Wen-Schrecken-Steaks und amazonische Kaiserin. Braucht eine amazonische Königin und ein amazonisches Monster. So, und das letzte Pack. Das letzte Booster Pack. Öffnen wir es. Schauen, was drinnen ist. Ein defekter Compiler. Eine Nixenrüstung Abyss frei. Oh, okay. Legen wir hier dann noch den daher. So. Dann noch ein Crawler Dawn. Ein Hallo, Hallo. Den habe ich hier schon von der Sneak Peek, aber so ist auch nicht so schlecht. Und ein Goki-Donner-Oger. Okay, er braucht zwei plus Goki-Monster. Ist ein Link-3-Monster. Krieger. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Auch wenn ich keine Goki spiele. Aber ich kenne wen, der was spielt. Dann Cybers Funkfeuer. Ah, ein Lunarlicht-Kaleidoküken. Und ein alter Geist Kuntige. Sowie metaphysischer Faktor, die Feldzauberkarte. Okay, dann schauen wir uns nochmal an, was wir alles Gutes hier bekommen haben. Ein paar Crawler-Link-Monster, die zeige ich jetzt aber nicht her, sondern die da nochmal. Eine metaphysische Dimension für Metaphysik, ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ich habe zu wenig Karten einfach für Metaphysik. Dann Drachenoid-Generator. Effekt ist, aktiviere diese Karte, indem du 1000 Lebenspunkte zahlst. Während deiner Main-Phase kannst du eine Drachenoid Spielmarke Maschine Erde Stufe 1
Angriff 300, Defensiv 300 als Spezialbeschwörung, die Angriffsposition beschwören. Du kannst für den Rest dieses Spiels keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören. Zusätzlich während der Endphase beschwört dein Gegner einen Drachen als Spielmarker als Spezialbeschwörung auf seine Spielseite in die Angriffsposition, selbst falls diese Karte das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Drachen bis zu zweimal pro Spielzug verwenden. Okay, man kann Spielmarken erzeugen, aber man darf nichts vom Extra-Deck beschwören. Das ist wieder nicht so cool. Man muss 1000 Lebenspunkte zahlen auch noch, um diese Karte zu aktivieren. Der Gegner bekommt ebenso viele Spielmarken. Dafür kann man die Spielmarken angreifen. Oder die kommen auch in die Angriffsposition auf den, zum Gegner. Das ist ja wieder gut eigentlich. 300 Angriffe haben die nur. Kann man wirklich drüber wälzen, wenn man ein starkes Monster schon hat. Also zuerst Spezialbeschwörung machen, dann Karte aktivieren, Spielmarken auf beide Seiten hinfetzen, angreifen die gegnerischen Spielmarken und einfach die Lebenspunkte des Gegners schon richtig drosseln. Dann haben wir auch noch Hallo Hallo, dieser Unterweltler-Pendel-Empfängermonster und normal auch noch dazu. Dann haben wir als die Rare-Karten die Rüstung des Parallelports, die Extreme Force ja dann auch drinnen sein wird. Dann noch der Sternstaub Chronik Funkendrache. Braucht einen Empfänger Synchromonster und eins oder mehr Nicht-Empfänger Synchromonster hat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ist wahrscheinlich dann Eevee. Der Quasardrache. Effekt muss als Synchro beschwören werden. Einmal pro Spielzug. Schnelleffekt. Du kannst ein Synchro-Monster von deinem Friedhof verbannen. Diese Karte bleibt für den Rest des Spielzugs von den Effekten anderer Karten unberührt. Das ist nicht so schlecht. Falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte oder eines Ka eine Karte eines Gegners durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, du kannst eine deiner verbannten Drache Synchro-Monster wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Auch nicht so schlecht. Blöde ist, er hat nur 3000 Angriff. Er braucht einen Synchro-Drache, um seinen Effekt, um seine Immunität praktisch zu gewährleisten. Sonst kann er eigentlich nicht wirklich was, also wenn er zerstört, dass er eines von dieser Verbannten wiederholt. Aber er schaut eigentlich ziemlich cool aus, muss man schon sagen. Gut, dann hier noch, machen wir jetzt den hier, der metaphysische Ragnarok. Er ist ein Würm, Empfänger Stufe 4. Ja, die ganzen Metaphysis wollen ja aus dem Spiel kommen und wieder herkommen und was weiß ich alles noch. Dann Goki, Donner-Oger und 2200 Angriff. Bekommt auch Angriff dazu. Und eine zusätzliche Normalbeschwörung kann man machen, anscheinend. Ja, ich mag Goki nicht so wirklich. Es ist schon irgendwie. Wenn Fun-Decks sind sie gut, aber sonst, naja. Aber der hier, der ist ziemlich gut. Nummer 41, Bagoska, gerade der schreckliche müde Tapir. Braucht einfach nur zwei Monster der Stufe 4 und je nachdem, welcher, ob er in Verteidigung ist oder in Angriff ist, kommt ein unterschiedlicher Effekt im Angriff. Dann, wenn diese Karte in Angriffsposition ist, kann nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Und dein Gegner kann diese Karte in Angriffsposition nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Also man kann ihn nur durch einen Kampf dann praktisch zerstören. Oder durch Beben, Spielkraft oder sonstiges. Nicht zielendes, was einfach auf alles betrifft. Gut, und solange die in der offenen Verteidigungsposition liegt, ändere alle Monster auf dem Spielfeld auch in die Verteidigungsposition und annulliere die aktivierten Effekte von diesen Monster in Verteidigungsposition. Das ist die Haupteffekt, glaube ich, der Haupteffekt, den man benutzt mit dieser Karte, einfach nur um die gegnerischen Monster da niederzustrecken, falls dieser sehr monsterlastig spielt. Ah, und das Artwork ist auch ziemlich cool eigentlich. Ich glaube, die japanische, das sauft da. Hier kuschelt er sich in irgendeinen Träumen ein. Ja, und macht ein kleines Nickerchen. Das war's auch schon wieder. Es sind solide Karten drinnen gewesen. Nicht die besten. Natürlich hätte man evenly matched oder irgend sowas haben wollen, aber er spielt ja nicht immer. Ich glaube, das kriegt man auch fast gar nicht. Okay. Das war's. Schreibt in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, falls es euch ebenfalls also gefallen hat. Und schreibt mir einfach, was ihr gerne sehen wollt, wie ihr gerne sehen wollt. Und
Bis zum nächsten Mal würde ich dann sagen bei Yu-Gi-Oh! Unboxing.